Ist da einer am Sitzen? Da sitzt einer. Ich sehe ihn schon. Das heißt, wir müssen dahin und dann dahin. Oh, das ist aber echt tricky. Oder ich mache erstmal einen dahin. Schieß jetzt mal auf den. Mal gucken, ob der kommt. Ja, der kommt. Und es sind zwei. Oh, die sind noch nicht da. Boah, das war knapp, glaube ich. Puh. Das war sehr, sehr knapp. Alter Schwede. Leck mich fett. Alter Verwalter. Okay, gut. Diese Blubberbläschen-Fische mit ihren Furzdingern, die uns vergiften wollen. Das ist ja unglaublich. Ah, die sollen verschwinden. Ich hasse die. So, durch den Baum. Okay. Müssen natürlich aufpassen, dass hier... Ja, hier ist irgendwo noch einer. Da sitzt noch einer. Alter Schwede. Leck mich fett. Alter. Das ist immer so gruselig, wenn einer hinter einem so ist. Ach ja. So. Ich war auch, apropos gruselig, ich bin auch mal am Überlegen, ob ich nicht einfach mal wieder... Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ob ich nicht einfach mal wieder ein Horrorspiel aufnehme, aber unabhängig vom Stream. Ich weiß, im Stream sehen die Leute immer sehr, sehr gerne Horror. Ich weiß nicht, wie das hier ist auf YouTube, ob ihr das auch gerne seht, für die, die vielleicht kein Twitch gucken. Weil, ich sag mal, wenn du das privat spielst, sag ich mal, also... Ich höre noch einen. Unabhängig jetzt vom der sitzt, glaube ich, da unten. Unabhängig jetzt vom Stream ist noch mal was ganz anderes. Ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du dann Horror spielst und ohne Chat, ohne alles, weißt du? Wenn du dich wirklich so selbst drauf konzentrierst, du bist ganz allein, keiner ist da, der dich retten kann. Ich meine, ist im Stream auch nicht so, aber es ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du das wirklich einfach nur aufnimmst. Es ist schon. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht mache ich mal so eine kleine Demo, weil ich habe mir mal wieder ein paar Horror-Demos runtergeladen, die ganz interessant zu sein scheinen. Und deswegen dachte ich mal, könnte man das mal machen. Was ich sagen wollte, ja, ein paar Horror-Demos haben wir ja sogar gespielt gehabt im Stream auch. Und die waren ganz cool. Auch dieses, ich weiß gar nicht, wenn das Video erscheint, ist es, glaube ich, schon raus. Posttrauma oder wie das heißt. Oh, das hat mich so an das alte Silent Hill erinnert. Das ist so gut gewesen mit diesem älteren Mann. Das war echt cool. Ich freue mich da, wenn das in die Vollversion geht. Das wird bestimmt richtig cool. So, okay. Ich hoffe, wir haben alles. Ich würde hier mal dran drehen. So, warte. Wir können da machen. Wir können aber auch hier machen. Was, glaube ich, besser ist. So. Dann, ich muss mich erstmal umgucken, ob wir hier nicht noch irgendwo Monster haben. Also Fische. Fische, die uns gefährlich werden könnten. Holz, ja, nehme ich mit. Nein. Fische, die uns vielleicht gefährlich werden könnten. Im Sinne von, ja, explodieren. Ich hoffe natürlich nicht. So, wir müssen jetzt das Ding da hinten drehen. Das heißt, ich gehe nochmal in die Richtung. Und dann schauen wir mal, wo wir das hindrehen. Ich finde die Rätselpassagen ganz cool, die machen echt Spaß. Ich glaube, das müsste so richtig sein. So, dann können wir nämlich den drehen, hier oben.
Der Rote muss dann... Wo muss der hin? Ja, ich glaube, der passt nur hier hin. Ja, wir müssen nur noch eine Farbe haben. Das ist Blau. Das sind drei Farben diesmal. Ich glaube... Das müsste dann der hier sein. Der wird wahrscheinlich hier durch. Ja. Ja, der wird hier durchstrahlen. So, dann nehmen wir den nochmal mit und strahlen mal hier durch. Beziehungsweise dahin. Und dann müssen wir da zu dem ich noch nicht komme, weil ich hier da noch einen Ring hinschmeißen muss. So. Zack. Dann drehen wir den mal. Das war's. Glaube ich. Ja. Juhu. Eine weitere Kiste. Strange Chest. Gut, packen wir ein. Haben wir eingepackt. Es geht zurück nach Hause. Hoffe ich, glaube ich. Wir haben, glaube ich, soweit alles entdeckt. So. Also ich hoffe, wir haben alles gesehen, aber ich glaube schon. Ich glaube, sonst ist hier auch nichts von Bedeutung. So. Das heißt, wir düsen zurück zu unserem Zug. Dann einmal hierhin und dann einmal dahin und dann einmal dahin. Ach, ist das schön. So, wunderbar. Mann, wir haben vier Kisten. Gut. Ich glaube, die Kiste werde ich jetzt erstmal so behalten. Beziehungsweise, ich kann die ja erstmal nach hinten packen auf unser letztes Regal, was nach außen steht. Sollten wir ein zweites Gleis bekommen mit Gegnern, werde ich die Kiste aufnehmen und bei mir in der Tasche behalten. Nur zur Vorsicht. Falls wir da Gesellschaft bekommen. Nur so. So. Das heißt, ich packe die mal eben hier hin. Nein, mit X. X, das war wohl nichts. Mit F-Place. So, dahin. So, das heißt H1, 2, 3, 4. Alter, wir haben vier Kisten. Leck mich fett. Wir kriegen richtig viel Pilze, glaube ich, ne? Richtig viel. So. Die Consumables. Ich würde die Ringe mal eben entsorgen. Also nicht entsorgen, sondern dahin packen. Das packe ich mal ein, falls wir das brauchen. Das Eis packe ich auch mal bei Roh ein. Und das Holz packe ich mal... Hier war voll alles, ne? Ja, ich glaube, hier war alles voll, ja. Ja, er hat schon wieder gekotzt, ist mir auch gerade egal. Es artet ein bisschen in der Arbeit aus, muss ich sagen. So, ja, okay. Gut. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach mal immer kotzen. Ist, glaube ich, besser. Apropos Metall. Ja, wir werden noch ein paar weitere Barren bauen. Das würde ich aber alles machen, wenn wir in der Station sind. Wenn wir alles das, was wir gesammelt haben, noch mitnehmen. Das würde ich nämlich noch gerne machen wollen. Dass wir alles das mitnehmen, was wir noch finden. So, dass wir ganz in Ruhe... Ja, Chemikalien könnte ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Wir gucken mal. So, wir brauchen auf jeden Fall Essen, Trinken. Das ist ganz wichtig. Ich gehe von aus, dass wir ein zweites Gleis kriegen werden. Das riecht förmlich danach, weil wir jetzt so viele Kisten haben. Das würde sich jetzt natürlich für die Räuber anbieten. Die Räuber Holzenklotz. Das würde sich jetzt völlig anbieten, uns auszurauben. Und ich hoffe... Ich weiß gar nicht... Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wofür die Stream Engine ist. Oder die Steam... Steam, nicht Stream. Wie komme ich auf Stream? Wofür die Dings ist. Den Afterburner. Den... Oh, After. Du verstehst, After. Afterburner. Wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, wofür der ist, warum man schnell fahren sollte. Jetzt weiß ich, wofür. Weil wenn die dir eine Kiste klauen,
werden die wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich, versuchen, so schnell wie möglich damit abzuhauen. Weil wir haben ja Vorteile mit den Kisten. Wir haben ja Ressourcen, wir haben Pilze, damit wir neue Baupläne kriegen und so. Und das wollen die ja auch haben. Und die wollen dann wahrscheinlich natürlich schnell damit weg. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die dann da versuchen mit zu flüchten. Mit der Kiste. Und dann kommt natürlich der Afterburner zum Einsatz. Da brennt also ganz schön der After dann. Und ja, da gehe ich von aus, dass es dann, dass es dafür gedacht ist. Oh, Kohle. Oh, Kohle. Moment. Einen Moment bitte. Ich halte mal eben an. Die breaken wir direkt mal. Das machen wir direkt mal. Weil dann kriegen wir nämlich direkt wieder die Kohlebrocken, die Briketts. So, oder Kohlechunk. Genau, dann können wir das auch wieder auffüllen. Ah, geil. Oh, 10 Kohlechunks, wie geil. Das können wir gut gebrauchen. Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass der Afterburner dafür ist, um die zu verfolgen. Wie gut das klappt dann im Endeffekt, sei mal dahingestellt. Ob man das relativ schnell hinbekommt, die zu verfolgen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Aber ansonsten finde ich den Afterburner oder beziehungsweise die Steam Engine jetzt nicht so, ja, nutzvoll. Vielleicht, wie gesagt, zu zweit, wenn man zu zweit spielt. Weil dann kann der eine sich um den Zug kümmern. Und der andere um, ja, um das Sammeln. Weil das kriegt man hier ganz gut alleine hin. Da kann man sich das sehr gut aufteilen, wenn man das im Multiplayer spielt. So, warte. Uah, das nehme ich noch mit. Scrap Metal natürlich. Ich wollte schon gerade sagen, habe ich da schon wieder Fireflies gesehen? Ah, my Firefly. Die Welt steht still, you are my Firefly. Komm Welt, lass dich umarmen, mein Firefly. Nee, war ein anderes Lied, ne? So. Ein schöner, ach ja, so ging das ja. Ein schöner Tag. Die Welt steht still, ein schöner Tag. Gott, ist das lange her. Wo das Karussell sich im Kreis gedreht hat. Kennt ihr das noch? Oh nein, not enough space. Ah, Moment. Das war doch diese Bierwerbung. Oh Gott. Ein schöner Tag. Ich glaube, war es Diebels? Ich bin mir nicht sicher. Keine Werbung machen. Oh Gott, das war so furchtbar. Diese Bierwerbungen immer. Ich finde sowieso Bierwerbung schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Bierwerbung nicht. Die vermitteln immer einen so, ah ja, Bier trinken, ach, man ist dann immer fröhlich, happy und tralala. Ist ja auch alles gut und schön. Man kann ja auch, wenn man das in Maßen genießt, ist das ja auch alles okay. Aber machen wir uns nichts vor. Es gibt auch genug, ja, nicht Leute will ich nicht sagen, aber es gibt ja genug Probleme mit Alkohol. Und zwar Alkoholmissbrauch, wissen wir ja selber. Dass es sowas gibt und ich finde mal, dass bei den Werbungen wird das immer so suggeriert, ach, das ist immer alles toll und schön und tralala. Obwohl wir alle ganz genau wissen, dass Alkohol auch richtig kacke sein kann. Ne? So. Das mal so am Rande. Was ist das da unten? Ach, Chemikalien. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Wo war denn das? Bin ich jetzt blind? Da. Wusste ich doch, Scrap Metal. Und irgendwo war da noch Scrap Metal, was wir nicht mitnehmen konnten. So, Moment. So, hüpf. Da war doch irgendwo, war das hier? Nee. Wo war denn das? Irgendwo konnten wir doch was nicht mitnehmen, ne? Wo war denn das gewesen, verdammt? Dum, dum, dum. Oder war das da unten? Da ist noch was. Ja gut, okay. Dann machen wir hier das hier. Zack.
Kommt da irgendwas auf der Strecke? Aktuell nicht. Es sieht so aus, als würde da eine Station kommen. Also so eine Außenstation mit Leuten. Dann müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir zusehen, dass wir auf jeden Fall Munition bauen. Denn das bringt uns sonst nichts. Die Welt steht still, ein schöner Tag. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm davon. Verdammt. Komm Mensch, lass dich umarmen, welch ein Tag. Oh, trinken. Ach, ich habe ja in dem Crusher ja noch das Eis, ne? Fällt mir gerade ein. Habe ich ganz vergessen. Oh, da kommen Minen. Warte. Oh, oh. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen, Fridolin. Alter, diese Minen, ne? Die sind aber auch so gemein. Sonst noch eine Mine? Da. Ja, wo ist denn noch eine Mine? Da hinten ist noch eine. Ich glaube nicht, dass ich die treffe. Ich kann es mal probieren. Puh, Alter. Ne, da müssen wir ein bisschen näher dran. Ist aber kein Problem. So. Unser Inventar füllt sich. Wird das Essen und Trinken mal eben... wieder hier reinpacken. Das rohe Essen. So. Ja, Paprika und so bin ich mir nicht sicher, ob man das einfach so essen sollte oder ob man das irgendwie noch zum Kochen braucht. Ich gehe von aus, dass wir das bestimmt noch irgendwo brauchen werden. Zum Kochen. Gehe ich ganz stark von aus. Oh nein, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Aber ich habe ja gesagt, wir bauen Metallbarren und so. Wir verbrauchen das. Gar kein Problem. Das machen wir. Das habe ich versprochen und das werden wir auch machen. Dass wir die Metallbarren bauen und so, die wir ja brauchen werden. Und, ja. So, aber als nächstes erstmal geht die Reise weiter. So, vorsichtig geht's weiter. Nach Rohstoffen gucken und gleichzeitig auch nach Minen. Ein schöner Tag. Oh, voll der Ohrwurm jetzt. Ist ja schrecklich. Oh nein. Oh nein. Hörst du auf? Ich hab sie gesehen. Noch eine Mine? Boah, wo kamen die her? Die waren noch gerade nicht da. Die Minen war doch gerade nicht da. Da sind noch welche. Und hör auf, hier rumzubrüllen immer. Aber ich finde es gut, dass sie uns warnen. Das ist supi. Ah, doch eine Kurve. Ich dachte, wir fahren dahin, aber anscheinend... Die Welt steht still, ein schöner Tag. Oh Mensch, lass dich umarmen, welch ein Tag. So, jetzt will das nicht mehr singen. Jetzt hör auf, Kopf. Ich möchte das nicht mehr singen. Ich möchte... Oh, oh. Ah, wir verlieren so viele Ressourcen. Weil ich würde schon gerne die Ressourcen auch sammeln. Oh, guck mal, wer da hinten ist. Hallo, mein Freund, ich sehe dich. Da kommen wir nicht hin, ne? So, weil ich würde schon gerne ein paar Dings sammeln hier, die hier rumliegen. Hier zum Beispiel das Trinken. Das können wir gut gebrauchen. Da hinten haben wir, glaube ich, Holz liegen lassen, wenn ich das richtig sehe. Kommen wir da noch dran? Oh, Alter, was haben wir denn alles hier liegen lassen? Essen, Holz... Metall.
Natürlich kommen wir da nicht mehr dran. Ernsthaft? Boah. Rückwärtsgang. Scrap Metal hätte ich noch gerne, muss ich sagen. Ich hoffe, wir können zurückfahren. Zumindest ein bisschen. So, Direction. Und einmal bitte Rückwärtsgang. Chu-chu! Das dürfte ja schon reichen. Das dürfte eigentlich reichen. Damit dürfen wir eigentlich dahin kommen, wo wir hinwollen. Ja, das reicht. Das möchte ich ungern liegen lassen, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn wir noch ein paar Barren bauen wollen, nicht wauen, sondern bauen. So, dann fahren wir mal weiter. Slowly. Very slowly. So, heißt für uns, wir düsen weiter. Bisschen mit dem Auge auf den Schienen, damit wir auch sehen, ob wir... Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Der kommt ja jetzt, ne? Oh, halt, stopp. Haben wir ihn? Ha! Du kleiner Penner. Oh, lecker. Schnitzel. Unter Kamin. Wir müssen anhalten, unbedingt. Denn hier sind schon wieder so viele Ressourcen am Liegen, die ich gerne mitnehmen möchte. Metall und so. Aber erstmal die Mine wegschießen, damit ich sie nicht vergesse. So, warte. Und dann geht's hier weiter. Piu, piu. Inventar ist eh gleich voll, glaube ich. So, da ist Essen, das holen wir uns später. Aber hier war, glaube ich, irgendwo noch Metall am Liegen. Da unten. Guck mal an, wie viel da noch liegt. Ah, leider nichts. Ich dachte, vielleicht kriege ich wieder ein bisschen Leder. Nein, kein Zink. Nimm bloß kein Zink mit. Wir haben genug Zink. Hoffe ich, denke ich. Ich meine, wir können auffüllen. Wir haben ja, glaube ich, was verbraucht. Was wir haben, haben wir. So, ich meine, ich hatte noch mehr gesehen, oder? Aber ich, oder war das das schon? Irgendwas habe ich gesammelt. Ich habe es aber nicht bekommen. Das war schade. Ich habe kein Leder bekommen, obwohl ich irgendwas gesammelt hatte. Wahrscheinlich, weil Inventar voll war. Ist das ein Bug oder so? Kann das sein? Oh, hier. Scrap Metal. Ich glaube, wegen Inventar ist voll, ne? Kann das sein? Ja, ich sortiere mal eben ein. Moment. Einen Moment bitte. So, Essen roh. Da, Essen roh, Schnitzel. Oh nein. Trinken roh. Aber schon wieder voll hier. Was sehr gut ist. Wir müssen auch bald wieder essen. Ich mach mal eben das Schnitzel hier auf dem Grill. Ein Steak. Lecker. Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. Es geht wieder los. Ich und mein Holz. Lalalala. Chemikalien. Dann Zink 1. Da guck an. Jetzt haben wir wieder 3. Dann hätte ich gerne Scrap Metal. Voll. Hier auch wieder voll machen. Und das Schnitzel ist fertig. Nein, weil wir Holz brauchen. Moment. Vielleicht kriegen wir bei Fridolin nochmal Holz. Mein kleiner Freund. Nein. Jetzt, wo ich Holz will. Ich meine, wir haben ja genug. So ist es ja nicht. Warte. Das kommt da rein. Und dann... Ja, Wood. Woody Woodpecker. So, die zwei packe ich direkt in den Grill rein. Dann kann das hier weiter brutzeln. Sehr schön. So, düsen wir mal weiter auf Slow. Das Essen oben nehme ich auch mit. Das können wir uns direkt mal in die Zähne schmeißen.
So. Okay. In der Hoffnung, dass keine Minen mehr kommen. Hat meine Chemikalie noch Platz? Ja, ne? Ich glaube schon. Nehme ich mal mit. Holz. Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Verdammt, Mann. So ein Kackabauch. So, warte. Das nehmen wir mit. Das ist Trinken. Und dann, was haben wir sonst noch hier? Keine Minen. Oh, da kommt eine Station. Oh ja, ich seh's. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal ein bisschen Munition basteln. Damit wir überhaupt ein bisschen was zu schießen haben. Sonst bringt das nichts. Das werde ich mal eben tun. Bevor wir jetzt da ankommen. Weil die Jungs und Mädels dort hinten, die warten ja schon auf uns. So, das Schnitzel haue ich mir mal in eine Kiem. Ham, nam, 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 nam. So. Die werden wir jetzt brauchen. Also, wir brauchen, glaube ich, auch diese Flasche, ne? Diese komische, okay, dann trinke ich das mal eben. Haben wir davon nicht noch was gehabt? Nutzbares? Container, Kohle, Flaschendosen, Powder. Powder brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Ich guck mal eben. Wir brauchen... War das bei Workbench 1? Ja. Wir brauchen Powder, brauchen wir. Und Powder stellen wir her am Lab. Das wäre das hier. Dazu brauchen wir diese Flaschen. Ja, und Holz. Zweimal Powder können wir herstellen. Guck mal, wunderbar. Sehr schön. Wir können, glaube ich, sogar nochmal Powder herstellen. Wir brauchen, glaube ich, eine. War das eine Flasche, die wir brauchten? Bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir brauchen eine Flasche und ein Holz. Hatten wir irgendwo schon angefangen? Natürlich. So. Wir sind gut ausgerüstet. Muss man einfach sagen. Also wir haben alles das, was wir brauchen. Ja. Sehr schön. Dann können wir die grünen Flaschen nämlich auch mal wieder verbraten. Warten wir das noch eben ab. So, Jungs. Ich bin gleich bei euch. Ich komme gleich. So, dann machen wir Munition. Und zwar 4 Pakete. So, dann können wir nämlich hier auch wieder ein bisschen nachladen. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich würde sagen, wir machen das hier. Ich weiß, ist ein kleiner Cliffhanger, aber wir machen das hier in einer weiteren Folge bei Void Train. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann geht's hier weiter mit einer Menge Action. Und ja, ich freue mich auf euch. Also, bis dann. Tschüss.